Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich die Neuerscheinungen für den Monat September für euch. Und könnt ihr jetzt euch vorstellen, es ist echt schon fast September. Das Jahr ist so gerast. Irgendwie habe ich das Gefühl, es war gerade erst Silvester. Aber wenn ich dann so Revue passieren lasse, was alles dieses Jahr schon passiert ist, dann ist das Jahr doch länger, als ich es im Gefühl hatte. Darum soll es aber jetzt nicht gehen, sondern um die Bücher, die im September auf den Markt geworfen werden. Da ja im Oktober die Buchmesse ist, werden die Verlage einige Neuerscheinungen auf den Markt werfen. Und ich habe es auch schon gesehen bei der Vorbereitung. Ich habe gestern Abend September und Oktober recherchiert. Und beim September hatte ich 39 Seiten voll mit Büchern. Natürlich auch aus Genres, die mich nicht interessieren und auch Comicbücher etc., die nehme ich ja hier grundsätzlich nicht auf. Und im Oktober waren es nur noch 29 Seiten. Und trotzdem habe ich für beide Monate so viele Bücher rausgesucht, wie, glaube ich, dieses Jahr noch nie. Also man merkt immer die Monate, an denen eine Buchmesse bevorsteht. Da sind die Verlage immer ganz wild drauf, ihre Bücher zeitnah oder rund um den Termin auf den Markt zu bringen. Es sind einige, deshalb werde ich jetzt aufhören zu babbeln und werde euch das erste Buch vorstellen. Das erscheint allerdings nur als E-Book, also zumindest ist mir jetzt bei der Recherche nicht irgendwie ein Termin für ein Printexemplar aufgefallen. Am 1. September erscheint Coast Guard Alaska. Es ist der erste Band der neuen Reihe und ich bin noch nicht schlau draus geworden, wie viele Bände diese Reihe haben wird. Aber ich bin ja durch meinen besten Freund ein bisschen Alaska addicted und deshalb musste das Buch trotzdem jetzt mit in dieses Video. Wie die Wahrheit sie wieder vereinen. Es war nie Skylar Beaumonts Plan, nach Alaska zurückzukehren. Doch als die Pflicht ruft, gibt sie nach und tritt als der einzige weibliche Captain ihren Dienst in der Coast Guard in ihrer Heimatstadt Port Serenity an. Eigentlich will sie hier nur kurz bleiben und dann zu einer Einheit in wärmere Gefilden zu wechseln. Doch schon an ihrem ersten Tag trifft sie auf Dex Wakefield, ihre große Highschool-Liebe und der Mann, der ihr vor Jahren das Herz gebrochen hat. Und doch kann sie nicht verhindern, dass alte Gefühle erneut aufflammen. Am gleichen Tag erscheint auch im Hause Ravensburger ein neues Buch und da warne ich euch schon mal vor, von Ravensburger wird es diesen Monat sehr viel geben, also die waren sehr, sehr fleißig. Jetzt kommt Lakestone Campus 2 am 1. September auf den Markt. Es ist der zweite Band der Reihe. What We Lost heißt der Untertitel und im Klappentext heißt es wie folgt. Mitreisend, knisternd, unwiderstehlich. Astrophysik am Lakestone Campus zu studieren ist Bryns größter Traum. Als sie von dem Wettbewerb um ein Stipendium an der renommierten Uni erfährt, ergreift sie ihre Chance und fliegt nach Seattle. Dort angekommen gerät sie direkt mit Case aus Dublin aneinander. Was Bryn nicht weiß, Case ist nicht nur wegen seines musikalischen Talents am LSC. Aber sie spürt, dass sich mehr hinter seiner kühlen Fassade verbirgt. Doch je näher Bryn ihm kommt, desto heftiger stößt Case sie von sich. Springen wir auf den nächsten Tag. Am 2. September erscheint Fate of the Sun King, ebenfalls der zweite Band einer Reihe. Ich habe Band 1 tatsächlich schon seit der angekündigt wurde, glaube ich, auf meiner Wunschliste und habe es immer noch nicht geschafft, ihn zu kaufen. Jetzt kommt der zweite Band. Vielleicht müsste ich das dann mal als Anlass nehmen, mit der Reihe zu starten. Auch wenn ich eigentlich versuche, Reihen abzuschließen oder offene Reihe zu minimieren. Da müsste ich auch mal nochmal ein Video machen, wie jetzt so der Stand ist. Vielleicht sollte ich das im September machen, so nach 9 Monaten, wie der Stand mit den offenen Reihen ist. Oder vielleicht auch jetzt nach 8 Monaten. Ich muss mal gucken, wie wir das machen. Aber ich schweife schon wieder ab. Ich erzähle euch jetzt, um was es in Fate of the Sun King geht. Lor ist in das Reich des Sonnenkönigs zurückgekehrt und sie hat Großes vor. Mit Hilfe der Herzkrone will sie ihre Magie entfesseln, um endlich das Erbe ihrer Familie zurückzugewinnen. Doch am Sonnenhof wird schnell deutlich, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Und Aphelions Highfey und Sonnenkönig Atlas sind alles andere als erfreut, sie wiederzusehen. Mit dem Aurora-Prinzen Nadia und weiteren Verbündeten an der Seite muss Lor die Gefahren meistern, denn sie weiß, dass mehr als ein machthungriger Herrscher hinter ihrem Blut her ist. Vergangenheit und Gegenwart prallen aufeinander und Lor deckt Stück für Stück die Wahrheit über die Artefakte von Uranus und ihr Schicksal auf. Ihre Zukunft steht auf dem Spiel und Lor ist ihrem Ziel zum Greifen nahe. Wird sie es schaffen, alles zu bekommen, was sie jemals wollte, oder wird sie bei dem Versuch alles verlieren, was ihr wichtig ist?
am gleichen Tag erscheint ein Buch in einem Verlag, von dem ich noch nie etwas gelesen habe und von dem ich auch tatsächlich noch nie gehört habe. Adrian und Wimmelbuch Verlag nennt sich das Ganze. Also wenn ihr davon was kennt oder den Verlag kennt, dann updatet mich da gerne mal. Auf jeden Fall erscheint das Buch House of Pounding Hearts von Olivia Wildenstein oder Olivia Wildenstein. Ich bin mir tatsächlich unschlüssig, ob das eine deutsche oder eine amerikanische Autorin ist. Da habe ich leider nicht tiefer recherchiert. Der Klappentext klingt auf jeden Fall aber sehr vielversprechend und den lese ich euch jetzt vor. Ich wollte das Herz des Prinzen erobern und habe am Ende das eines Königs bekommen. Mein Wunsch, auf Lusins Thron zu sitzen, brachte mich dazu, einen geflügelten Monarchen aus früheren Zeiten wieder zum Leben zu erwecken. Einen, den ich für einen Freund hielt, bis dieser Freund mich hinterging und einsperrte. Lorcan behauptet, er halte mich zu meiner eigenen Sicherheit gefangen, aber dann behauptet er auch, ich gehöre ihm. 5 Jahrhunderte des Dahindämmerns haben dem Crown-König offenbar schwere Wahnvorstellungen beschert. Wir teilen vielleicht eine bedauerliche Gedankenverbindung, aber wir sind immer noch Meister unseres eigenen Schicksals und ich habe vor, meins vom Himmelreich und seinen Prophezeiungen fernzuhalten, fern von ihm. Schnell stelle ich jedoch fest, dem besitzergreifenden Mann kann ich nicht entkommen und ehrlich gesagt bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich das will. Unten drunter steht auch noch ein Muss für Fans von Sarah J. Maas und Jennifer L. Armentrout. Also das ist schon sehr, sehr hoch gestapelt. Eigentlich müsste ich das Buch kaufen, nur um diese Aussage bestätigen oder verwerfen zu können. Am 9. September erscheinen 2 Bücher von einer Autorin, für die ich auch schon mal bloggen durfte, die es eigentlich so schon gibt, aber die erscheinen unter einem neuen Gewand und ich finde die Aufmachung echt richtig, richtig schön. Also ich bin echt kurz davor, mir diese Sonderausgaben auch zu kaufen. Anyway bringt nämlich Falling Leaves nochmal neu auf den Markt. Beziehungsweise heißt der zweite Band, ich habe es mir auch irgendwo notiert, Shining Starlight. Also wie gesagt, da gibt es eine Neuauflage dazu und ja, die sieht halt einfach richtig, richtig schön aus und macht richtig Lust auf den Herbst. Ich werde euch jetzt natürlich nur den Klappentext zu Band 1 vorlesen, weil es eben eine fortlaufende Dilogie ist. Sie ist seine letzte Hoffnung, er ihre letzte Chance. Lea arbeitet schon ihr ganzes Leben lang auf ihren großen Traum hin, endlich als Malerin und Bildhauerin bekannt zu werden. Als sie die Zusage für ein Kunstförderprogramm in der Toskana erhält, ist sie fest entschlossen, das Stipendium als Chance für ihren großen Durchbruch zu nutzen. Gemeinsam mit anderen Geförderten ein Kunstwerk erschaffen, das die Massen begeistert. Das sollte sie doch hinbekommen, oder? Wäre da nur nicht ihr Mitstipendiat Remo, der ihr von Anfang an das Leben schwer macht. Remo, der abgehobene italienische Bestsellerautor, mit dem sie sich ständig in die Haare bekommt. Remo, der die zugeknöpfte Lea regelmäßig aus der Reserve lockt und ihr einfach nicht aus dem Kopf geht. Das nächste Buch ist von einer saarländischen Autorin. Ich habe tatsächlich aber noch nicht ganz durchgeblickt, wie es da zu dieser Konstellation kam. Also einerseits heißt es der atmosphärische Nummer 1 New York Times Bestseller. Und in der Beschreibung ist auch eine andere Autorin mit aufgefasst. Aber in der deutschen Version ist Ava Reed die Autorin, die wir eben schon aus dem Hause Lux ganz oft kennen. Also ich muss da auf jeden Fall mal nachgucken, wie das ist, weil Ava ist in der deutschen Version als Autorin eingetragen, in der amerikanischen Version ist jemand anderes eingetragen, hier ist noch jemand als Übersetzer mit drin, also ich blicke da noch nicht so ganz durch, aber der Klappentext klang auf jeden Fall sehr vielversprechend. Jede Flut beginnt mit einem Tropfen. Architekturstudentin Effi kann ihr Glück kaum fassen. Sie darf das Anwesen ihres verstorbenen Lieblingsautors renovieren. Doch Hyreth Manor ist verfallener als gedacht und wird zunehmend von Meer verschlungen, genauso sehr wie Effi von den Sagen über den Elfenkönig verfolgt wird. Und dann ist da auch noch Preston, der Literaturstudent, der den Nachlass des Autors sichtet und den Effi von der ersten Sekunde an nicht ausstehen kann, bis sie gemeinsam einem dunklen Geheimnis auf die Spur kommen. Das nächste Buch ist eigentlich, was das Setting angeht, gar nicht so mein Beuteschema. Es spielt nämlich in der High Society Münchens und mittlerweile habe ich die ganzen High Society Bücher eigentlich hier stehen, also ich habe einfach zu viel davon gelesen und ich mag irgendwie, warum auch immer, deutsches Setting nicht so gerne wie einfach eins in Amerika oder Australien oder. Ich weiß nicht, woran das liegt. Irgendwann habe ich mal überlegt, ja, ich finde ja auch ganz oft deutsche Serien super schlecht und mag die amerikanischen lieber. Ich gucke sie ja auch ganz oft einfach auf Englisch.
Vielleicht ist da irgendwie eine Verbindung in meinem Kopf, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, Setting in München, schön und gut. Kunst, High Society, auch nicht. Aber der Klappentext klang so, als würden viele aus meiner Community das mögen können. Deshalb möchte ich euch das Buch auch heute noch vorstellen. Er hat ein Problem, sie ist seine Lösung. Lilly Herzog atmet Kunst, bis sie einen fatalen Fehler bei der Beurteilung eines eingelieferten Gemäldes macht und damit nicht nur ihrem eigenen Ruf schadet, sondern auch dem traditionsreichen Auktionshaus ihrer Familie. Als ihr daraufhin der junge Galerist und ihr auserkorener Erzfeind Vincent St. Clair eine Chance auf Wiedergutmachung bietet, ist Lilly alles andere als begeistert. Doch die exklusive Kooperation klingt zu verlockend. Lilly geht den Pakt mit dem Teufel ein und begibt sich mit ihm auf die Suche nach einer verschollenen Bildhauerin. Zwischen Kunst und Glamour kommen die beiden nicht nur ihrem Ziel immer näher, sondern auch einander. Das nächste Buch habe ich, glaube ich, schon auf meine Wunschliste gesetzt, sobald ich das erste Mal davon gelesen habe, weil es einfach so, so gut klingt. Under Your Spell. Es ist zwar eine Rockstar-Geschichte und da wisst ihr ja auch, dass das nicht so mein Favorite Setting aktuell ist oder schon eine ganze Zeit ist, aber irgendwie hat es mich trotzdem neugierig gemacht und deshalb habe ich es mit ins Video aufgenommen. Drei Schwestern, drei Wünsche und eine heiße Begegnung, die alles verändert. Auch wenn sie nicht unterschiedlicher sein könnten, halten Clementine, Clemmy, Monroe und ihre beiden Halbschwestern Serena und Lil schon immer fest zusammen. Ihre Mütter wurden vom selben Rockstar schwanger und zogen ihre Töchter gemeinsam groß. Als Clemmy von ihrem Ex aufs Übelste abserviert wird, sind Serena und Lil sofort zur Stelle. Und jede der drei hat einen Wunsch für Clemmy. Ausgerechnet auf einer Beerdigung auf dem Anwesen ihrer Mütter geht Serenas Wunsch prompt in Erfüllung. Clemmy erlebt eine unfassbar heiße Nacht mit einem Unbekannten. Nur blöd, dass dieser sich später als der weltberühmte Sänger Theo Elliott entpuppt, den Clemmy schon bald für 6 Wochen betreuen soll. Dabei hat sie sich doch geschworen, niemals was mit einem Rockstar anzufangen. Doch allein zu zweit in einem Haus am Meer kann das gut gehen. Ebenfalls am 11. September, wie die letzten 2 oder 3 Bücher, die ich euch vorgestellt habe, kommt ein neues Buch im CBJ Verlag, Everlasting Fate, ein Reich aus Silber und Magie. Klingt schon sehr Romantasy-lastig und Fantasy-lastig. Es wird als orientalische High-Fantasy-Dilogie gehandelt. Vom Klappentext her hat es mich an verschiedene Fantasy-Bücher in meinem Regal erinnert, also ich bin gespannt, in welche Richtung es dann final wirklich gehen wird. Als der im ganzen Land berühmte Dieb Ilja von Kopfgeldjägern geschnappt wird, teilt er sein Los mit einer jungen Gefangenen, vor der die grobschlächtigen Häscher aus unerfindlichen Gründen zittern. Ilja findet das zarte Mädchen eher bemitleidenswert, und als er entkommt, befreit er auch sie. Bei der Flucht riskiert sie ihr Leben, um ihn zu schützen, und Ilja nimmt das schwer verletzte Mädchen mit zu sich. Die Umstände und ihre Verfolger zwingen die beiden ungleichen jungen Helden, das von Dämonenkriegen und einem unbarmherzigen Herrscher gebeutelte Land gemeinsam zu durchqueren. Doch erst als die Gefahr am größten ist, wird seine Schicksalsgefährtin Layana nicht nur ihren Namen enthüllen, sondern auch ihr größtes Geheimnis. Und Ilja, der schon lange nach dem Weg sinnt, sein unterdrücktes Volk zu retten, wächst ein verwegener Plan heran. In Ilja. Das nächste Buch beinhaltet auch ein Setting, das ich eigentlich gar nicht mehr so oft lese. Es ist eine Eishockey-Geschichte. Da habe ich auch schon in der letzten Zeit einfach so viele auf dem Markt gesehen, dass es für mich irgendwie nicht mehr so reizvoll ist. Auch wenn ich gerne Sportromans lese, irgendwie wurde da in letzter Zeit einfach zu viel auf den Markt gespült. Und ja, da weiß ich irgendwie nicht, wie ich mich entscheiden soll, aber der Klappentext klang auch hier sehr vielversprechend, deshalb wollte ich ihn euch nicht vorenthalten. Auf dem Eis ist er der Star, doch kann er ihr Herz zum Schmelzen bringen? Pippa hat es satt, sich das Herz brechen zu lassen. Nachdem ihr Ex auch noch ihre Musikkarriere zerstört hat, bewirbt sie sich auf die Stelle der Assistentin des Profi-Eishockeyspielers Jamie. Er ist ein mürrischer und sehr attraktiver Mann mit einem Riesen-Ego, Pippas erster Schwarm aus der Highschool, der sie vollkommen vergessen zu haben scheint. Sie bemüht sich um Professionalität, aber als Jamie sie bittet, bei ihm einzuziehen und sie eine andere Seite an ihm kennenlernt, gerät ihr Vorsatz, sich nicht mehr zu verlieben, ordentlich ins Wanken. Sie muss sich von ihm, ihrem Boss, fernhalten, aber mit jedem Blick, jedem Gespräch, jeder flüchtigen Berührung entzündet sich ein weiterer Funke in Pippa. Ihr wird klar, Jamie könnte sich schwerer verletzen als jeder andere, aber vielleicht ist gerade er das Risiko wert. Einen kurzen Akkuwechsel später machen wir weiter mit dem nächsten Buch, das ebenfalls am 11. September erscheint, nämlich der dritte Band der The Extraordinaries-Reihe von TJ Klune, der da heißt
alte Geheimnisse, so lautet der deutsche Untertitel. Wie ihr wisst, hat mir ja Band 1 gar nicht gut gefallen. Also das Buch konnte mich leider, obwohl es TJ Klune ist, gar nicht überzeugen. Und dementsprechend habe ich den zweiten Band nicht weitergelesen. Aber ich weiß, dass ganz viele von euch die Reihe unheimlich gerne mögen. Und deshalb musste dieses Buch natürlich auch mit ins Video, damit ihr das auch auf dem Schirm habt, dass es rauskommt. Es ist kurz vor den Sommerferien und eine Hitzewelle hat Nova City fest im Griff. Dennoch ist Nick Bell guter Dinge. Mit seinem super sexy Freund Seth und seinen Freundinnen Jess und Gibby hat er ein Superhelden-Team gegründet, um die Bürger von Nova City zu schützen. Keine Sekunde zu früh, wie sich herausstellt. Simon Burke kandidiert für das Amt des Oberbürgermeisters. Sollte er gewinnen, würde das das Ende der Extraordinaries bedeuten. Doch damit nicht genug. Gerüchten zufolge ist Superschurke Shadow Star aus dem Gefängnis geflohen. Nick und seine Freunde müssen über sich selbst hinauswachsen, um Nova City vor dem Schlimmsten zu bewahren. Auch die liebe Jennifer L. Armentrout bringt was Neues auf den Markt. Der erste Band ihrer Reihe, Ruin and Wrath heißt das Ganze. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ist natürlich überall beworben mit von der Autorin von From Blood and Ash. Und ja, die Reihe habe ich ja wirklich geliebt, auch wenn sie teilweise so abgedreht ist am Schluss. Oder sie ist ja noch, immer noch nicht fertig. Ich gucke nur immer da hoch, weil sie da oben im Regal steht. Genau wie das Spin-off zur Reihe. Ja, jetzt bringt die Liebe aber eine neue Fantasy-Reihe auf den Markt. Wie gesagt, Rune und Wrath heißt das Ganze. Und da heißt es wie folgt. Einst wurde die Welt von Göttern vernichtet, nur 9 Städte wurden verschont. Durch gewaltige Urwälder, in denen die gefährlichsten Kreaturen ihr Unwesen treiben, voneinander getrennt, werden die Städte von Königen regiert, die sich an den Gefühlen der Sterblichen nähern. Dies ist die Welt der schönen Kalista, deren magische Gabe der Vorsehung sie zum Spielball der Mächtigen macht. Als eines Tages ein fremder Prinz in die Stadt kommt, ist Kalista sofort klar, dass er ihr zum Verhängnis werden wird. In mehr als nur einer Weise. Es ist zwar jetzt erst August und wir gehen in September, aber wie ihr wisst, wird auch in den nächsten 1 bis 2 Wochen der ganze Lebkuchen etc. in den Supermärkten erscheinen. Also können wir auch jetzt schon Ende August ein Buch mit weihnachtlichem Setting mit ins Video aufnehmen. Und Spoiler-Alarm, es wird nicht das einzige bleiben. Nein, im September erscheinen nämlich ein paar erste Weihnachtsbücher. Eins davon ist Windows Shopping und da freue ich mich schon sehr drauf. Das war eins der ersten Bücher, die ich auf meine Neuerscheinungsliste gepackt habe und das auch, glaube ich, schon im Mai oder Juni, als ich davon gelesen habe, weil mich das Buch wirklich sehr, sehr angesprochen hat. Es hat ein super schönes Cover und die Story klingt auch echt schön weihnachtlich. Ein paar Wochen vor Weihnachten steht Stella vor dem Schaufenster des traditionsreichen New Yorker Luxuskaufhaus Vivant. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Als sie von einem attraktiven Fremden angesprochen wird. Er fragt nach ihrer Meinung zur Schaufensterdekoration. Und da Stella keinen Grund hat zu lügen, sagt sie ihm die Wahrheit. Es ist ein glitzerndes Grauen. Und dann fragt er, was sie anders machen würde. So bekommt Stella völlig unerwartet die Chance auf ihren Traumjob und ihren hinreißend weihnachtsverliebten Traummann. Wenn der nur nicht ihr neuer Chef wäre. Auch im September erscheint endlich der 3. Band der Bryn Mawr University-Reihe von dem lieben Dominik. Ich freue mich da sehr drauf. Ich freue mich auch, ihn auf der Buchmesse wiederzusehen. Ich finde, er ist nämlich ein sehr, 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 sehr sympathischer Mensch. Und ich habe Band 1 und 2 der Reihe auch schon sehr gerne gelesen. Und jetzt erscheint, wie gesagt, Band 3 und wird direkt als Romeo und Julia-Adaption angepriesen. Und da bin ich ja schon wieder voll on fire. Unabhängig davon, dass ich Julia heiße, mag ich eben dieses ganze Romeo und Julia-Ding sehr, sehr gerne. Und ja, ich habe das Buch eventuell schon direkt in meine Muss-ich-Anfragen-Liste gepackt. Alles hinter sich lassen und von vorne anfangen. Genau das hat sich Josh von seinem Studium an der Bryn Mawr University versprochen. Aber nach dem Streit mit einem anderen Studenten steht er wie in seiner Schulzeit erneut als Außenseiter da. Zu allem Überfluss trifft er in Bryn Mawr jetzt auch noch Finn Godwins wieder. Die Familien von Josh und Finn blicken auf eine jahrzehntelange Fehde zurück und auch Finn und Josh sind in der Vergangenheit immer wieder aneinander geraten. In Bryn Mawr flammt ihre Rivalität von neuem auf, bis sich durch eine erzwungene Zusammenarbeit völlig unerwartete Gefühle zwischen ihnen entwickeln. Finns älteren Bruder, dem Anführer der exklusiven Studentenverbindung Bryn Mawr Dawn, ist das jedoch ein Dorn im Auge und er wird alles tun, um die beiden auseinanderzubringen.
Ebenfalls am 17.09. erscheint der vierte Band der Dreamcatcher-Reihe. Ich habe tatsächlich 1 bis 3 noch gar nicht gelesen, aber ich finde, die Cover sind einfach so unfassbar hübsch. Also ich habe selten so schöne Fantasy-Cover gesehen. Guckt es euch einfach an, macht euch ein Bild davon. Ein Traum. Es wird auch angepriesen als aufwendig gestaltete Ausgabe mit Farbschnitt. Also wird wohl in der ersten Auflage wieder einen Farbschnitt mit dabei geben. Wenn aus Liebe etwas Dunkles wird. Alexis muss voller Schrecken mit ansehen, wie ihre große Liebe Nate von Payne entführt wird. Um ihn aus den Fängen des gefährlichen Mare zu befreien, bleibt ihr keine andere Wahl, als sich mit ihrem Feind einzulassen. Doch Cale verlangt einen hohen Preis dafür. Er will Alexis' Gabe nutzen, um eine Armee aufzustellen. Doch selbst wenn dies gelingen sollte, im Anschluss würde er mit genau diesen Leuten in die Traumlande einfallen und alles zu vernichten. Alexis muss einen Weg finden, Nate zu retten, ohne ihre Heimat zu opfern. Kann sie Cale vertrauen oder wird dieses Bündnis alles zerstören, was sie liebt? Das nächste Buch habe ich auch sofort auf die Wunschliste und auf die Neuerscheinungsliste gepackt, sobald ich es gesehen habe. Es ist da auch schon eine Weile drauf, weil es einfach ein Buch ist, das so zu 1000% meinen Namen gerufen hat. Wenn ich mir das Cover und den Klappentext anschaue, dann bin ich wirklich auch voll on fire und habe richtig Bock, das Buch zu lesen. Also da weiß ich genau, wenn ich es mir bestelle, es wird nicht lange auf meinem Sub liegen bleiben. Molly Marx glaubt nicht an die große Liebe. Sie verdient ihr Geld mit dem Schreiben von romantischen Komödien. Deswegen weiß sie einfach besser als andere Leute, dass Happy Ends nur eine Hollywood-Erfindung sind. Seth Rubenstein ist sich absolut sicher, dass irgendwo die Frau seines Lebens auf ihn wartet. Trotz seines Jobs als einer der besten Scheidungsanwälte Chicagos. Doch Seth weiß genau, wie sich die große Liebe anfühlt, seit er auf der Highschool mit Molly zusammen war. Ihr Wiedersehen ist ebenso unverhofft wie aufregend. Nach ein paar Martinis zu viel schließen die beiden eine gewagte Wette ab. Wer von ihnen das Liebesglück von 5 Paaren besser vorhersehen kann, gewinnt. Der Haken dabei, Paar Nummer 5 sind sie selbst. Wie soll es auch anders sein? Es geht in Richtung Herbst, so ganz langsam. Das heißt, es wird natürlich auch die ein oder andere Hexengeschichte auf den Markt kommen, wie zum Beispiel Coven of Bones. Da kommt jetzt endlich die Übersetzung auf Deutsch und im Klappentext heißt es wie folgt. Willow Madissa wurde als Waffe erzogen, gegen den Hexenzirkel, von dem ihre Mutter einst floh, um sie zu schützen. Doch um ihre Familie zu rächen, muss Willow sich direkt in das Herz des Zirkels begeben. Nur so kann sie Licht ins Dunkel um das blutige Massaker an der Hexenakademie Hollows Grove bringen, bei dem ihre Tante vor 50 Jahren ihr Leben verlor. Nun öffnet die University wieder ihre Tore und Willow sieht nicht nur einer untoten Urahnin, sondern auch dem unausstehlich attraktiven Schulleiter Alaric Thorne gegenüber, der sie nur zu gerne scheitern sähe, wenn die dunklen Mächte von Hollows Grove sie nicht vorher töten. Am 24.09. erscheint der zweite Band von Nicole Böhms aktueller Reihe. Den ersten habe ich mir ja gerade vor einer Woche, zwei gekauft. Und der zweite wird jetzt am 24. September auf den Markt kommen. Looking Down the Valley heißt das Ganze. Ich mag Nicoles Schreibstil unheimlich gerne. Seit ich die Reihe mit Annabelle Steele zusammen gelesen habe, bin ich da echt ein großer Fan. Vorher hatte ich tatsächlich noch nichts von ihr gehört und gelesen. Aber das hat sich jetzt geändert. In Haley tobt ein Sturm der Gefühle. Auf der einen Seite spürt sie, dass sie mit ihrem Filmpartner Wyatt mehr verbindet, als sie je für einen Mann empfunden hat. Auf der anderen Seite hat sie schreckliche Angst davor, ihm die Wahrheit darüber zu sagen, was im Penthouse passiert ist. Als die beiden auf Drängen der Presseteams einen gemeinsamen Urlaub miteinander verbringen, Traumsetting inklusive, ahnt Haley nicht, dass sie dort jener Nacht ins Auge blicken muss, wie sie seither verfolgt. Doch Wyatt kämpft um sie und ihre Freundschaft, die mittlerweile auch für ihn zu so viel mehr geworden ist. Auf das nächste Buch freue ich mich schon unnormal. Ich habe die ganze Reihe mittlerweile auch auf der Wunschliste. Ich habe leider noch nichts davon gelesen, aber ich habe gesagt, komm, du wartest jetzt, bis alle Bücher erschienen sind und dann liest du das alles in einem Rutsch, weil ich diese ganze Single-Dad-Thematik so klasse finde. Es ist in so vielen Büchern immer die alleinerziehende Mutter und ich bin ja auch alleinerziehend und finde das Thema auch echt wichtig, dass man das mal anspricht und halt auch einfach mal sieht, wie viel Arbeit ein einzelner Mensch haben kann. Und hier ist es aber einfach mal umgedreht und man sieht, dass es halt auch alleinerziehende Väter gibt, weil ich finde, das Thema wird halt echt auch oft unter den Tisch gekehrt. Es sind immer die alleinerziehenden Mütter. Und wie gesagt, ich gehöre zu dieser Kategorie, aber ich finde es halt total wichtig, dass man auch mal die andere Seite sieht und nicht immer nur so in verschiedenen Schubladen denkt. Die Reihe spricht mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr an und ich bin
total begeistert, dass jetzt der dritte Band herauskommt. Don't Fall for the Single Dad heißt das Ganze und im Klappentext heißt es. Die anderen Männer aus dem Single Dads Club würden sagen, dass es vor Jahren schon Zeit war. Zeit für einen Neuanfang, Zeit über die Vergangenheit hinwegzukommen. Aber für Garrett war das Risiko, seine kleine Tochter zu verletzen, immer zu hoch. Doch Charlotte kann er nicht widerstehen. Sie ist alles, was er nicht wollte. Die kleine Schwester seines besten Freundes, die ihn in seinen verletzlichsten Momenten gesehen hat. Und in seinen größten. Die erste Person nach 12 Jahren, die Macht hat, ihn zu brechen. Ich habe es euch ja versprochen, es wird noch ein weiteres Weihnachtsbuch in diesem Video erscheinen. Single All The Way heißt das Ganze und ist ein Zusammenschluss von Stefanie Hasse und Stella Tack. Und ich liebe beide, ich liebe die Bücher von beiden. Das kann einfach nur völlig grandios werden. Es ist ein Weihnachtsbuch, ich liebe Weihnachten. Ab auf die Wunschliste. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Samantha liebt Weihnachten mit allem, was dazugehört. Vor allem die Abende vor dem Kamin ihres Elternhauses in Aspen. Als sie sich auf den Weg von der San Francisco University nach Hause macht, legt ein Schneesturm die Westküste lahm, ebenso wie ihr Auto. Nun gibt es nur eine Möglichkeit, heimzukommen. Eine Mitfahrgelegenheit bei Tristan Sterling und seinem Zwillingsbruder. Doch Tristan ist der Letzte, bei dem Sam mitfahren will, denn der Bad Boy hat ihr vor Jahren das Herz gebrochen. Und dann switchen wir von Weihnachten nochmal zurück ins Herbst-Setting, weil es kommt ja jetzt erstmal der Herbst, bevor Weihnachten kommt. Und wenn ich mir eine liebste Jahreszeit aussuchen müsste, wäre es eben der Herbst. Ich liebe das. Cozy Time, Cozy Season. Hier mit der Kuscheldecke, mit einem Tee oder mit einer heißen Schokolade und einkuscheln und Kuschelsocken. Und ja, ich mag den Sommer, um Gottes Willen. Ich mag es, in der Sonne zu sein. Aber der Herbst ist einfach, ja, meine absolute Lieblingsjahreszeit. Und da kommt ein neues Buch auf den Markt mit einem absolut herbstlichen Setting. Take Me Home to Willow Falls heißt das Ganze von der lieben Greta Milan. Und der Klappentext verspricht einfach so eine schöne Slow-Burn-Romance. Und ich liebe es einfach. Cassie hat sich selbst übertroffen. Sie hat einen herrlichen Brautstrauß für ihre Freundin Daya gebunden. Doch dann platzt die Hochzeit am Tag der Trauung und Cassie ist schuld. Als sie aus dem Festsaal flüchtet und dem Hochzeitsgast Jared in die Arme läuft, nimmt er sie mit nach Willow Falls. Die idyllische Kleinstadt, umgeben von Ahornwäldern, fühlt sich an wie ein sicherer Hafen. Genau wie Jared, der ungeahnte Gefühle in ihr weckt. Und genau wie der Blumenladen, der dringend Hilfe braucht. Und dann kommen wir last but not least zum letzten Buch, das ich euch heute vorstellen möchte. Ich habe es tatsächlich auch schon vorbestellt. Es soll in der Erstauflage einen metallischen Buchschnitt geben. Da bin ich auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt drauf. Ich hoffe, auch ich kriege einen davon. Ansonsten habe ich eben Pech gehabt, aber auch das Buch spricht mich vom Inhalt sehr, sehr an. Ich fürchte, dass mein Herz mit jeder Minute, die ich mit ihm verbringe, unempfänglicher für logische Argumente wird. Die junge Personenschützerin Charlotte Blossom bekommt einen Auftrag, den sie nicht ablehnen kann. Sie soll als Bodyguard für den ältesten Sohn der einflussreichen Familie Newton arbeiten. Der attraktive Gideon ist von den Sicherheitsmaßnahmen seiner Eltern und der Überwachung durch Charlotte allerdings gar nicht begeistert. Doch während eines Ausflugs mit seiner Yacht kommen sich die beiden näher und Charlotte beginnt, hinter die Fassade des begehrtesten Singles der Stadt zu sehen. Aber als es zwischen ihr und Gideon immer stärker knistert, wird Charlotte klar, dass es abseits des strahlenden Glanzes der High Society auch dunkle Schatten gibt, in denen bisher ungeahnte Gefahren lauern. Ihr Lieben, das waren alle Bücher aus dem Monat September, die ich euch gerne vorstellen wollte. Natürlich erscheinen noch so viele mehr, aber das würde einfach den Rahmen des Videos sprengen. Ich packe euch wie immer alle Links unten in die Infobox. Da gibt es den Affiliate-Link zu Thalia und zu Amazon. Das heißt, wenn euch eins interessiert, dann schaut da gerne nochmal drüber nach. Könnt ihr euch den Klappentext nochmal durchlesen. Und wenn ihr darüber ein Buch bestellt, kriege ich eine kleine Verkaufsprovision, von der ich mein Schreiberdasein finanziere. Ja, also wenn ihr mich unterstützen wollt, dann kauft gerne über den Link, anstatt einfach selbst zu Amazon zu gehen. Das würde mir auf jeden Fall viel bedeuten, viel helfen. Und das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Für mich heißt es jetzt Hiking Time. Ich habe heute Baby frei und will, bevor das Wetter wieder schlechter wird, noch ein bisschen wandern gehen. Ich wünsche euch was. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.